Hallöchen, meine Friends! Weihnachten steht vor der Tür und da dachte ich mir, ich mache euch mal ein Video über Weihnachtsfakten. Und zwar nicht so unnütze Fakten wie Nutella hat Lichtschutzfaktor 19,7, sondern Situationen und Dinge, die einfach jeder kennt an Weihnachten. Fakt Nummer 1. Jeder kennt mindestens eine Person, die Weihnachten hasst. Diese Leute regen mich so auf. Ich meine ganz ehrlich, was ist denn das Problem an Weihnachten? Weihnachten ist so eine schöne Zeit, lasst euch doch auch mal von der schönen Weihnachtsstimmung anstecken. Fakt Nummer 2. Jeder hasst es, ein Gedicht aufsagen zu müssen. Ich weiß noch, früher, ich musste nicht jedes Jahr ein Gedicht aufsagen, weiß Gott, nein, natürlich nicht. Aber es gab Jahre, da haben meine Eltern gesagt, ja, du kriegst erst Geschenke, wenn du ein Gedicht aufgesagt hast. Ich so, super. Ich konnte erstens kein Gedicht auswendig und zweitens, ablesen war genauso schlimm. Ich hasse es bis heute. Fakt Nummer 3. Weihnachten ohne Schnee ist doof. Ganz ehrlich, wer an Weihnachten denkt, denkt an schöne verschneite Landschaften, an den Weihnachtsmann, was weiß ich. Und ohne Schnee ist Weihnachten einfach nicht dasselbe. Fakt Nummer 4. Die Weihnachtszeit fängt erst an, wenn die Coca-Cola-Weihnachtswerbung im Fernsehen läuft. Ganz ehrlich, für mich ist es immer ein Zeichen, jetzt fängt die Weihnachtszeit an, wenn die Coca-Cola-Weihnachtswerbung im Fernsehen läuft. Erstmal, die ist immer so schön einfach, nur die gibt einfach so diese schöne Weihnachtsatmosphäre da. Es ist immer Schnee da und der Weihnachtsmann und ich liebe die Coca-Cola-Weihnachtswerbung. Fakt Nummer 5. Für mich persönlich ist das jetzt eigentlich gar nicht so ein Fakt, aber da es für viele zutrifft, an Weihnachten, nach Weihnachten nimmt man immer zu. Ich hab's schon geschafft, an Weihnachten abzunehmen. Es ist nicht so, dass ich nie an Weihnachten Süßigkeiten essen würde oder so, aber ganz ehrlich, in der Weihnachtszeit, man wird einfach so mit Süßigkeiten zugeballert, dass man einfach irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf hat, zumindest ich persönlich. Deswegen kommt's auch schon mal vor, dass ich an Weihnachten abnehme. Fakt Nummer 6. Jeder hat oder hatte mindestens eine Person in der Klasse, die zu Weihnachten eine Weihnachtsmütze getragen hat. Ich war immer die Person mit einer Freundin zusammen. Und ich fand das immer ganz süß, weil normalerweise darf man in der Schule ja keine Mützen tragen. Das ist immer so. Darf man halt nicht. An Weihnachten darf man's. Ich durfte immer meine Weihnachtsmütze anbehalten. Fakt Nummer 7. Es nervt jeden, dass die Supermärkte schon ab August Weihnachtsgebäck im Sortiment haben. Ganz ehrlich, was will man im Spätsommer, wenn man noch in kurzer Hose und T-Shirt und Top rumrennen kann? Was will man da mit Weihnachtssüßigkeiten? Okay, sie schmecken lecker und alles, aber das passt doch einfach nicht. Warum müssen die das denn so früh machen? So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, was ihr von mir wissen wollt, ihr könnt mich gerne auf Ask oder auf Facebook anschreiben. Die Links poste ich nach hier unten, schreibe ich hier unten rein. Und ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat, oder einen Kommentar da lassen oder mich auch abonnieren. Und jetzt noch einen ganz bestimmten Gruß, nämlich liebes Be Creative Forum. Ich habe euch alle total lieb und ich wünsche euch frohe Weihnachten und eine schöne Weihnachtszeit.